Und damit herzlich willkommen zurück zu einem neuen Let's Play von Shakes and Fidget. Heute habe ich zwei Server zu zeigen. Zuerst ein bisschen was auf dem Dämonjäger auf Server 41. Und dann zeige ich euch den Warcrest vom Krieger von W40. Aber erstmal Dankeschön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, ihr süßen Sahnebärchen. Ich hoffe, es geht euch allen wunderprächtig. Mir geht's super, ich war gerade einkaufen. Gestern hatten wir jetzt das Thema schon, ne, beim Einkaufen. Ihr müsst mal sagen, wie macht ihr das? Also gerade an die Brillenträger. Man muss ja mit, ist jetzt überall Maskenpflicht. Und ich habe das Problem, wenn ich in den Laden gehe, anfangs noch gut, aber ey, nach 10 Minuten so rum, ist meine Brille komplett beschlagen, ey. Ich weiß nicht, was ich falsch mache. Vielleicht muss ich einfach weniger atmen oder gar nicht atmen. Aber ich sehe da nichts. Ich muss dann echt heimlich dann mal kurz die Maske ein bisschen nach vorne machen, Luft schnappen, die Brille entlüften, damit ich mir was sehen kann. Aber egal, Leute, wir sind beim Thema Shakes and Fidget. Nicht weiter ablenken lassen. Dämonjäger. 279 ist der Kerl aktuell. Ich gehe Richtung 300 und ich bin sogar gerade in den Top 30. Das wundert mich. Gestern war ich auf Rang 60 und jetzt bin ich auf Rang 24. Okay, wie habe ich das gemacht? Gefällt mir auf jeden Fall. Ist gut. Finde ich gut. Und finde ich außerdem ganz gut. Ja, meine, gildentechnisch. Wir haben jetzt zweimal Ritterle 15. Einmal hat der Dreamyard durchgezogen mit den Wahnsinn-Skips. Akklamator auch jetzt 15. Das heißt, es gibt Black Games und hier seht ihr schon hier. Drei Black Games der Kerle. Pasus sogar vier Black Games und ich sage und schreibe 0,0. Ja. Aber das liegt auch daran, dass ich keine Steine suche. Wenn man keine Steine sucht, kann man ja auch keine finden. Es gibt irgendwie Sinn, ne? Kriegt man ja leider nicht hier geschenkt. Aber ich kann aktuell leider keine Ressourcen in die Mine stecken. Ich bin generell eh so behind in der Festung, gerade auf 11, weil ich kaum Angriffe mache, weil ich ja fast keine Zeit habe oder mir die Zeit nicht nehme. Mach mal Kladdi auf 10. Ich mache erstmal das Herz auf 11, Sammler auf 11, dann Kladdi auf 10. Ja. Aber ich kaufe immer am Glücksrad und auf der Taverne auf Holz und Stein und dann versuche ich das schnell nachzuziehen. Vielleicht klappt es ja noch irgendwann mit einer Festungspartnerschaft, vielleicht finde ich da jemanden. Aber aktuell gibt es da leider keine, der Lust gerade hat. Ja. Aber ich hoffe, ich ziehe da ein bisschen nach. Dungeon-technisch, Leute, dungeon-technisch bin ich Licht-Dungeon vorm Jan der Hämmerer. Ja, Stufe 400 ist der Kerl. Wie ich den besiegen soll, keine Ahnung. Zoro hat den, glaube ich, ich glaube, er meinte mit 293 besiegt. Und ja. Ihr seht hier, ich mach fast nichts an Schaden. Wahrscheinlich müsste ich mich 7 oder 8 Mal wiederbeleben, um den zu besiegen. Overall, ja, was ist jetzt eigentlich mit dem Dämonenjäger? Finde ich den jetzt gut? Finde ich den schlecht? Ich finde den ganz Standard. Also es ist eine abwechslungsreiche Klasse. Mir gefällt die Ausrüstung, also die Kombination zwischen Krieger-Items oder Kriegerrüstung und Kundschafterwaffe, finde ich persönlich sehr nice. Das ist für mich ein Grund, die Klasse zu spielen auf jeden Fall. Ansonsten, das Besondere, dieser Drang von ihm ist halt, ja, ist cool, aber auch nicht so cool. Man dachte anfangs, es könnte ganz OP sein, ist es aber nicht. Das kannst du wirklich nur aktiv nutzen, wenn du da wirklich hunderte, tausende Pilze reinballerst. Ansonsten wirst du als Free-to-Play-Spieler niemals sehen, dass du dich 5 oder 6 Mal wiederbelebst. Oder wenn nur ganz selten. Heißt, für Free-to-Play-Spieler würde ich die Klasse nicht unbedingt empfehlen, für Pilzer schon eher. Oder einfach, wenn man drauf Bock hat, die Rüstung mag und nicht unbedingt, ja, heftig die Dungeons pilzen will, dann kann man machen, aber ich hätte mich gefreut, wenn der Effekt irgendwie anders wäre. Also was zum Beispiel nice wäre als Verbesserungsvorschlag meinerseits wäre, wenn wir diesen Trank hätten, diese 25% von mir aus lassen, aber nicht nach dem Tod wieder voll Lebensenergie wiederbeleben werden, sondern wenn man nach jedem Angriff oder immer nachdem man angegriffen wird von einem Gegner zu 25% sich um einen Teil seines Lebens wieder heilt, sagen wir
15%, 20, 25, oder sagen wir mal direkt 25% seines Lebens zu 25% nach jedem Angriff eines Gegners. Wäre für mich persönlich besser. Würde ich feiern. Ich weiß, müssen mal gucken, auf was für Prozent was machen müssen, wenn das nicht hart OP ist. Dass er immer noch ein bisschen schwächer ist als ein Berserker oder genauso stark, aber halt, dass nicht gegen Magier funktioniert. Aber das mit 25% nach einem Tod ist ein bisschen, naja, nicht so heftig. Es ist nicht so heftig, wie man sich vorstellt. Es ist heftig, wenn es 8-9 Mal passiert. Ja klar, dann ist das heftig, aber wie oft passiert das denn, meine lieben Freunde? Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr aktuell haltet vom Dämonenjäger. Wer von euch spielt gerade ein? Weil wie findet ihr den? Was für ein Level hat der? Denkt ihr, der hat Potenzial? Late Game? Ich werde ihn auf jeden Fall weiterspielen. 300, 400 habe ich gesagt und gucken, wie der dann ist. Nicht um Dungeon, auch in der Arena. Aber aktuell ist es eine Standardklasse. Abwechslungsreich, aber eine Standardklasse. Wird ihn so in der Tierliste, wäre ganz unten der Kampfmagier, dann der Magier. Dann für mich der Krieger, dann würde der Dämonenjäger kommen, der Assassine, der Kundschafter, Berserker. So ungefähr, also guten Mittelbereich. Aber ja, so sieht's aus. Lichtdungeon von Jan der Hämmerer. Schattenwelt sind wir jetzt hier vor Endgegnern, ne? Hier einmal vorm Fernwäldler und vorm Gespenst. Beide kriege ich nicht down. Ich würde es mir unbedingt hoffen hier, das Gespenst muss liegen, dann kann ich wieder ein bisschen weiterziehen. Aber 21,5 Millionen Leben! Wir haben geguckt im Stream, er ist möglich. Wir hatten ihn auch schon fast. Aber es ist ein Try, da muss wirklich der Marquardt zweimal kritten und ich zwei Hits aushalten und dreimal kritten. Weißbegleiter müssen den wirklich bis zur Hälfte down haben und dann muss ich kritten. Und ihr seht hier, bis die Begleiter mal so einen Versuch haben. Ist wieder Weihnachten. Ja, da haben sie ihn bis zur Hälfte. Am besten sogar über der Hälfte. Es gab mal einen Try, da hat der Marquardt einfach zwei so ultraheftige Crits rausgehauen. Der erste 3 Millionen, der zweite 3,5. Und dann hatte der wirklich nicht mehr viel. Irgendwie nur 7 Millionen Leben. Dann hätten eigentlich schon fast zwei Crits gereicht, aber dann hat das Gespenst mich gekrittet und dann war vorbei. Aber ja, er ist möglich. Er ist möglich, aber er will nicht. Er will nicht. Ich weiß nicht. Da fehlen die Stats. Nee, da fehlt es einfach, dass ich kein Bersi spiele. Aber ein weiser Mann sagte mal hier, spielst du kein Bersi? Spielst du kein Bersi? Paul Terra. Ja. Aber ihr seht, das Gespenst ist möglich. Hier, 4,3 runter. 1,9. Aber da müssen die Crits her. Die Begleiter. Ach, die sind gar nicht Max. Okay, komm. Wir probieren es mal. 279. Können wir die hier alle machen? Und lass mich schauen. Ich überlege, Leute. Ganz ruhig. Jeder Skillpunkt, den ich hier ausbaue, ist auch ein Skillpunkt für die Begleiter. Jetzt ist die Frage, brauchen wir mehr Schaden oder mehr Ausdauer? Mehr Ausdauer, mehr Chance, die Hits zu tanken, besser. Schaden gut, aber wenn wir nicht aushalten, gar nicht gut. Wir buddern mal ein paar Punkte in Ausdauer. Und dann probiere ich das mal. Ich sag jetzt, Leute, ihr seht ja oben meine Schnilze. Ich hau jetzt fürs Video, komm, wir gehen runter auf 3,6. Wir gehen runter auf 3,6 und probieren das Gespenst. Okay, let's go, Leute. Let's go! 3, 2, 1 und mal gucken. Bester Versuch 7,9 auf 5 Millionen. 2,1. Oh Gott, 2,1. Na komm, jetzt bitte fürs Video, Gespenst, fall um. Wenn schon nicht im Stream, dann wenigstens heute auf YouTube. Bitte. Oh, 9 Millionen. Oh, das sieht nicht so gut aus, ne? Aber er war schon auf 1,9, auf 2, auf 7. Da müssen die Crits stimmen. 6,2. Das sieht nicht gut aus. 5,8. 5. Und die letzten 20 Versuche. 13, 14, 10, 9 Millionen, 5 Millionen. Ey, das hier Spenst hat keinen Bock, ne? Kein Bock. Oh nee, komm schon. Ich dachte, er würde. Aber er hat keinen Bock. Tut mir leid.
Sieht aber auch gruselig aus. Guckt euch mal das an, ne? Es ist verständlich, dass da meine Begleiter und ich nichts kritten. Ich würde ja auch schreiend von weglaufen. Das ist blöd. Aber egal. Nein, nicht egal. Das regt mich auf. Aber warum geht er denn nicht down? Ich hätte mal Dämonenportal machen können. Wahrscheinlich mache ich den jetzt First Strike komplett down. Ah, leider nicht. Aber okay. So sieht's aus, Rang 24. Ich halte euch hier weiterhin up to date. Guckt auf jeden Fall auf Twitch vorbei. Ihr findet immer noch Link in der Beschreibung. Ich zocke jeden Tag, fast jeden Tag, Shakes and Fidget live im Stream. Gerade die letzten Tage sehr aktiv. Heute gibt's auch wieder Shakes and Fidget ab 21 Uhr. Deswegen schaut auf jeden Fall vorbei. Und jetzt gehen wir auf W40, auf unseren neuen Server hier, Leute. Shockwave, Paul Terra, Krieger Level 77, auf Rang 109. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Aber wir verbessern uns. Guck mal. Im vorletzten Video haben wir angefangen, da waren wir auf Rang 450. Dann im letzten irgendwas mit 170, jetzt auf 109. Ja, und wir haben heute noch komplett, du siehst, fast komplett die Alu hier. 265 sind noch übrig. Wir können Level 80 werden, 9 Schlüssel holen und unser Ziel für heute haben wir gesetzt Level 85. Mal gucken, ob wir das schaffen. Aber erstmal ein Blick in die Gilde, Leute. Hier, Relikt, Stufe 222, Saufbruder-Attack auf 185, haben sehr viele Spiele über 100. Durchschnittslevel auch auf 98, 359 Ritterhallenpunkte. Es geht hier richtig ab. Und gucken wir mal, Rangliste ganz oben. Gibt es schon einen zweiten 200er? Nein. Relikt immer noch der einzige über 200, sogar 222. Dann 185, 176, 173, 167, sogar zweimal, dann alles 140. Natürlich alles Berserker. Aber hier, ne? Kundschafter, Magiergilde, Nikos, grüße ihn raus. 173 als Kundschafter ist schon. Ist schon nice hier. Luti auch 136 Kundschafter. Ah, und dann hier oben, ne? Zwischen den ganzen Berserkern und Kriegern mogelt sich einer durch. Ein Italiener, ein Pikachu. 136 Krieger. Absolut insane. Haben wir gestern schon im Stream gesehen. Der Kerle hat richtig Bock. Und auch Ziege. Schmeckt auf jeden Fall. Die Ebix hätte ich gerne. Seine Steine auch gleich. Am besten alles. Auch seine Skills und lecker Schmecker, frisch vom Bäcker. Dann gibt's hier, guck mal, hier unten ist ein Dämonenjäger auf 126, dann hier noch ein Krieger und dann hier der erste Magier, 107 auf Rang 38 und ich gork hier unten irgendwo rum auf 109. 108 sogar als Krieger. Aber gucken, was heute Abend geht. Ich habe ja gesagt, ich mache hier chillig, ich habe jetzt, was heißt chillig, ne? Ich habe jetzt seit Serverstart auch schon um die 4K Pilze ausgegeben. Das ist nicht wenig. Aber nicht so viel wie die ganzen Verrückten hier oben. Die haben da schon eventuell den ein oder anderen Pilz mehr reingebuddert. Dafür finde ich, bin ich ganz gut dabei. Ich habe halt wann war denn das? Am dritten Tag habe ich ein paar mehr Pilze ausgegeben, als ich wollte, in einen Dungeon-Gegner. Das war irgendein Ungeheuer. Ich glaube, da habe ich 100, 200 Pilze reingesteckt. Mache ich aber auch nicht nochmal. Also in einen Gegner nicht mehr so viel. Und ja, spielen wir heute chillig die Alu auf 80 im Stream, hol den neuen Schlüssel und gucken dann, wie weit wir da kommen. Vielleicht schaffe ich es ja nochmal, irgendwann die Epic-Waffe zu bekommen, mit Sockel. Aber eine Sache ist ja, ich bin bald 90 und dann können die Waffen kommen, da ist mir ganz egal, ob mit oder ohne Sockel, weil kann ich beim Schmied reinmachen. Es ist wirklich unlucky, die letzten Streams, Leute, ihr glaubt es nicht, ey, wir hatten außerhalb des Epic-Events, sogar außerhalb des Epic-Events eine richtig fette 3er-Epic-Waffe und wieder ohne Sockel. Ey, ich werde auf diesem Server gestraft. Wir werden die Epic-Waffe im Laden um die Ohren geschmissen, aber alle ohne Sockel. Und jetzt sagt ihr sicher, ja, Epic-Waffe gönnt ihr doch, egal ob Sockel oder nicht, kann man nicht machen. Die Steine sind so heftig, Leute. Ihr seht hier 138er Steine und der Waffe wird das Ganze mit 2 multipliziert, ne? Das heißt, ein schöner 276er Stein dann, kannst du nicht machen. Du kannst nicht auf 276 Stats einfach verzichten. Für die 0,2, ja, für die 20% mehr Attribute in 3er Epic Waffe, klar, du hast mehr Glück, aber das gleicht nicht 270 Punkte von dem Edelstein aus, nicht ansatzweise. Kannst du leider nicht machen. Aber wie gesagt,
Vielleicht findet man das noch. Aber so sieht sie aus aktuell. Schaltet heute Abend auf jeden Fall ein. Dann seht ihr live, wie weit ich mit dem Krieger komme. Und das war's für heute, Leute. Wenn euch das Video gefallen hat, ein Däumchen wäre ein Träumchen. Bin gespannt auf eure Kommentare. Ein Wort noch. Ich habe die letzte Zeit echt wieder Spaß daran, Videos aufzunehmen. Danke, dass ihr es anguckt. Liebe geht raus. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss.